You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. Heute den 1. April, also einen Tag vorher, bevor wir gegen den 1. FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg spielen, vor voller Hütte, relativ gut besucht das Spiel jetzt morgen. Und ich habe gerade nochmal entnommen, wir haben noch nie in der 3. Liga gegen den 1. FC Kaiserslautern verloren. Und darüber hinaus habe ich persönlich gute Erfahrungen gemacht, denn ich war auch schon mal das ein oder andere Mal dort, immer irgendwie was mitgenommen, freue mich extrem auf dieses Spiel und deswegen auch dieser extreme oder komische Anfang hier heute mal. Denn ich habe mir vorgenommen, zu diesem besonderen Spiel fahren wir jetzt nochmal ganz kurz zum Zebra-Shop und werden uns noch mal ein bisschen eindecken mit vielleicht einem Pulli oder mit einem T-Shirt. Jetzt komme ich schon nicht raus. Wahnsinn. Fängt ja schon gut an. 1. April, so viel sage ich schon mal. Und ja, da gucken wir mal, ob wir noch irgendwie was erhaschen können, was wir dann morgen mit anziehen. Und ich bin mal gespannt, ob ich auch filmen darf. Vielleicht für den einen oder anderen auch mal interessant zu sehen, was da so aktuell gerade gibt. Und dann gucke ich einfach mal gleich, was wir da so für Impressionen bekommen und was ich mir dann gleich kaufen werde. So, wie angekündigt war ich jetzt gerade im Fanshop und ich muss sagen, vielen Dank dafür, lieber MSV Duisburg. Durfte da so ein paar Impressionen offiziell filmen, damit die Leute hier auch mal so einen kleinen Einblick bekommen. Ja, da hinten hupt auch gerade schon einer, super. Ist aktuell nicht meine Kollektion, macht aber auch gar nichts. Werd demnächst mal wieder hier vorbeischauen, um mich dort nochmal einzukleiden. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was so eure Merchandise-Artikel sind. Also ist es ein Trikot traditionell, sind es eher so Schals, Fahnen. Alles, was dazu gehört, könnt ihr ja mal reinschreiben und passend zum 1. April. Wahnsinn, man sieht es jetzt gerade schon. Es schneit. Wahnsinn, nachdem wir letzte Woche noch 20 Grad hatten. Und im Hintergrund noch ein Zirkus. Also besser kann es ja gar nicht laufen. Hoffentlich gewinnt der MSV morgen und dann gibt es weitere Bilder, Videos und alles, was dazu gehört. Und ich freue mich auf jeden Fall. So Leute, jetzt geht's los. Spieltag, wie gerade angekündigt. Und ja, wir sind heiß wie Frittenfett. Ich sammle jetzt gerade noch meinen Vater ein und dann geht's gleich 3,5 Stunden nach Kaiserslautern Richtung Betzenberg. Und die letzten Infos zum Spiel. Der MSV hat natürlich heute ein schweres Spiel vor der Brust, kann aber einen riesen Meilenstein setzen in Bezug auf den Klassenerhalt. Also gerade wenn man beachtet, dass beispielsweise Viktoria Berlin dann noch gegen Magdeburg an diesem Spieltag spielt. Ja, Havelse möchte ich jetzt gar nicht mehr mitrechnen. Das darf einfach nicht mehr passieren, dass die da noch irgendwie was anrichten. Und Würzburg dementsprechend eh mit einem Spiel mehr und ja, auch schon mit einem größeren Abstand zu uns. Ich glaube, es sind 8 Punkte. Und auf der anderen Seite der FCK, der Gastgeber. Also auch für die ein enorm wichtiges Spiel. Gerade aktuell 2. Tabellenplatz. Und wenn man bedenkt, dass ja Saarbrücken gegen 1860 spielt oder 1860 gegen Saarbrücken besser gesagt. Und ja, dass, glaube ich, auch Braunschweig jetzt Corona-bedingt abgesagt wurde. Das ist natürlich schon echt ein enorm wichtiges Spiel für die Mannen um Marco Antwerpen. Also da kann jetzt einiges passieren. Wir sind heiß. Wir fahren jetzt, wie gesagt, 3,5 Stunden jetzt gleich Richtung Lautern. Und dann freuen wir uns. Bin ein bisschen erkältet, aber macht nichts. Test ist negativ. Von daher sind wir alle positiv. Und ja, dann wird's gleich richtig fetzig zugehen. Ich freue mich auf jeden Fall. You know my little triggers keep on triggering them all. I've had enough of this, oh. Our timeline's getting worn out when we're going back and forth. You know we're all hier im Stadion oder am Stadion angekommen. Hinter mir der Eingangsbereich, könnt ihr schon sehen. Werner Liebrichtor. Und hinter mir auch die Busse, die aus Duisburg angereist sind. Und Reige Schneetreiben hier. Bin aber gespannt. Ausstellung ist gerade durchgekommen. Ja, Stoppe kam natürlich nicht dabei. Wusste mal gestern oder vorgestern schon. Buadus zumindest auf der Bank.
unverändertes System. Ich bin gespannt und ich freue mich jetzt erstmal durchs Tor zu gehen und gleich das Spiel zu betreiben. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ja, ich kam natürlich mein Vater, der Kaiserslautern-Fan war. Und ich habe natürlich. Wir stehen jetzt hier im Stadion mit dem Jörg und mit dem Florian. Grüße erstmal. Und ihr seid eigentlich der Lauter-Fans. Ja. Seit wann? Über 30 Jahre. 30 Jahre? Ja. Boah, da muss ich dir jetzt erstmal die Frage stellen, die alles entscheidende für das heutige Spiel. Spielt Olaf Marschall heute von Anfang an? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ja. Eher nicht. Was erwartest du denn heute vom Spiel? 3 Punkte für Kaiserslautern oder sagst du, ja, Duisburg hat sich in den letzten Wochen wieder so ein bisschen mehr in den Vordergrund gespielt? Oder ist das kein Gegner heute für euch? Nein, Duisburg hat sich in den Vordergrund gespielt, auf jeden Fall, aber wir brauchen die 3 Punkte, um aufzusteigen. Kurz und knapp auf den Punkt, kann man so sagen. Und du sprachst gerade schon an, also Aufstieg, das erklärte Ziel. Natürlich. Sonst wird die Welt untergehen in Lautern. Für Lautern ja, für mich weniger nein, aber nach so vielen Jahren sollte der Aufstieg wieder das Ziel sein, ja. Ja, dann wünsche ich euch natürlich für das heutige Spiel jetzt nicht unbedingt so viel Glück, aber generell für den Aufstiegskampf. Okay, danke. Ja, vielen Dank. Danke für das Interview mit Matthias Sammer. Danke. Zweite Reihe, da die Duisburger, 1000 Fans an der Zahl. Ja, einfach nur geil. Geil hier am Betzberg. Das wäre natürlich mega geil, Auswärtssieg. Fett, auf jeden Fall fett. Hoffen wir mal auf 3 Punkte hier. Hat schon ein paar Interviews geführt, auch für den Instagram-Kanal. Das sieht bislang sehr, sehr gut aus. Yeah.
Kolja Busch mit dem 1:5 in der 86. Minute. Sehenswerter Treffer, muss man ehrlich sagen. Ja, alles weitere ist, glaube ich, Ergebnis. Makulatur. 5:1 Torschütze mit der Siegen Kolja Busch. Völlig zu Recht wird hier mit dem Taschentuch gewunken. Muss man natürlich sagen. Der MSV verliert wahrscheinlich 5:1. Und das in der Höhe auch völlig verdient. Muss man ehrlich sagen, aber geiles Stadion, geile Stimmung. Das nehmen wir mit. Und ansonsten viel an Erfahrung. So, da ist er wieder weg. Leute, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Kann sein, aber mich beschäftigt natürlich jetzt diese Niederlage. Der MSV verliert 5:1. Also nicht irgendwie knapp oder irgendwie unglücklich, sondern desolat. Und jetzt habe ich mir auch gerade nochmal die Pressekonferenz von Hagen Schmidt angeguckt. Ist irgendwie so unerklärlich, ne? Wie man so unter die Räder kommen kann. Ja, bis zur 35. Minute gut mitgehalten. Ein, zwei Kontersituationen nicht sauber ausgespielt. Aber da fährt man jetzt. Und ich möchte mich wirklich da nicht beschweren, weil es gibt mit Sicherheit viele, viele Fans, die das jede Woche machen. Aber trotzdem, Wahnsinn. Unerklärlich finde ich, wie man so unter die Räder kommen kann. Da geht man mit einem 0-1 in die Halbzeit, nur um dann 2 Minuten später irgendwie sofort das Spiel zu verlieren. Nach der Halbzeit. Und ja, trotzdem, war ein cooler Tag. Insgesamt so, ganzen Tag unterwegs gewesen. Stadion, Atmosphäre, Betzenberg, wie gesagt, ganz cool. Und das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und jetzt gilt es. Am Mittwoch erstmal im Niederrhein-Pokal. Das wird mit Sicherheit auch nicht so ganz leicht. Und dann natürlich erst recht am kommenden Spieltag zu Hause gegen Halle 3 Punkte einzufahren. Wird eine enge Kiste. Ich grüße alle. Jetzt fange ich auch schon an wie der MSV. Grüße alle, die jetzt hier heute das Video mal sich anschauen oder in den nächsten Tagen. Alle Duisburg-Fans natürlich. Gute Heimreise. Viel Spaß damit. Lasst ein Like da und einen Comment. Und natürlich auch an alle Lauterer. Wünsche euch nur den Aufstieg, nur das Beste und dann sehen wir uns vielleicht in 2 Jahren wieder in einer anderen Liga. Wer weiß. Ciao, ciao.